Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurer Tagesbotschaft für den 4.11.2020. Ja, wir sind am Mittwoch angekommen und wie ihr sehen könnt, gibt es noch keine Hauptüberschrift, denn das wollte ich gemeinsam mit euch heute mal machen. Und zwar springen mir diese in den Augen, dass die Liebe, oh, der Love, 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 ich lasse sie gleich da liegen. Bleibe aufgeschlossen. Ja, es könnte sein, dass sich auch dein Partner unterscheidet. Also, dass dein Partner, den du kennenlernst, jetzt anders ist als diese Typ Mann oder Frau, die du jetzt bis jetzt kennengelernt hast. Gut, dann sollen wir die zwei nehmen. Passt, die sind aber sehr schnell draufgekommen. Schlafe noch einmal darüber. Manchmal braucht das Glück ein bisschen mehr Zeit und vielleicht fällt dir eine Entscheidung mit etwas Abstand leichter. Okay, na schauen wir mal. Dann hätte ich gerne diese eine Karte, bitte für die Hauptüberschrift für den Mittwoch, den 4. Merci. Neue Wege, oh, die kommen so oft, die neuen Wege. Und schaut mal das darunter, das hatten wir auch noch nicht, den Neubeginn. Also den Neubeginn und die neuen Wege. Da wird es spannend. Und jetzt schauen wir mal hinein, was zeigt sich hier bei euch. Du verdienst es, geliebt zu werden. Ja. Dann hast du Finanzen und Karriere. Es könnte sein, dass du jetzt noch finanzielle Thematiken hast, dass du nicht weißt, wie es weitergeht. Und da sagen dir die Karten, du sollst endlich aufhören zu kämpfen. Ja, hör auf zu kämpfen. Es tut dir einfach nicht gut. Vertraue darauf, dass dein Happy End woanders auf dich wartet. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Oscar Wilde. Ja, genau. Dann hast du das Vertrauen. Also die Karte fällt doch auch sehr, sehr oft, dass du Vertrauen haben sollst in deine Finanzen, in dem, was jetzt für dich vorgesehen ist. Und es ist nicht von Bedeutung. Wenn du in einem Jahr zurückdenkst, wird es dir nicht mehr so wichtig erscheinen wie heute. Du solltest deine Energie nicht länger verschwenden, denn so wirst du dein Glück nicht finden. Vom Mond aus betrachtet spielt das Ganze gar keine so große Rolle. Wie wahr? Ne? Und dieses Happy End, ne? Jetzt kannst du das vielleicht dir noch gar nicht vorstellen, aber in einem Jahr, ne? Vielleicht sollte das auch eine Zeitspanne dir auch zeigen, das kann sein. Und wir haben hier den Baum der Heilung. Wir haben den Ring. Die neuen Wege habe ich euch schon gesagt. Die Geheimnisse. Ja, vielleicht sind auch noch Geheimnisse irgendwo. Vielleicht hast du noch ein Geheimnis. Vielleicht ist ein Geheimnis in deiner Kindheit, dass du dein Thema Kind noch aufarbeiten darfst. Und wir haben aber ein Happy End. Ne? Also du hast ein Happy End mit Happy Happy. Ja, du wirst in einem Jahr glücklich sein. Also wenn du dich gefragt hast, was wird in einem Jahr sein? Vielleicht mache ich mal so eine Legung, weil das passt jetzt ganz gut. In einem Jahr und dann happy. Ne? In einem Jahr könnte es sein, dass du absolut glücklich bist. Ne? Dass wir mal vielleicht schauen, was passiert in einem Jahr bei dir noch so. Ne? Mal schauen, we will see. Ich würde sagen, wir beginnen mit diesem Stapel und schauen, was hast du da hier, mein Schatz? Was möchte sich bei dir zeigen? So, die gehen wir mal da runter. Und dann schauen wir mal, was hast du da? Die Ehestandskarte, die zeigt sich auch sehr, sehr oft in letzter Zeit. Dann hast du neue Liebe. Neue Liebe. Also du wirst eine Verbindlichkeit eingehen mit einer neuen Liebe.
könnte auch sein, dass du ein bisschen noch deine Finanzen im Fluss bringen darfst, ne? Und vielleicht kämpfst du und kämpfst du und kämpfst du und kämpfst du und kämpfst. Ja? Und in Wirklichkeit brauchst du nur Vertrauen haben in dich. Und wenn du dich selbst liebst, kann auch die neue Liebe kommen, ne? Dann kann die neue Liebe kommen. Und die Liebe kommt schon, ja. Die ist schon auf dem Weg zu euch, meine Schatzis. Ja, da gibt es noch eine Konkurrenz, mein Schatz. Also da kann sein, dass du noch ein bisschen eine Konkurrenz hast zu dieser Dame. Entweder ist es die Ex oder der Ex zu deinem neuen Schatz oder zu deinem neuen Schwarm. Hier ist eine Person, die nicht wohlwollend ist, definitiv nicht. Ja? Also die will, also da spüre ich, man kann jemand nicht loslassen. Entweder kannst du nicht loslassen an deinem Ex oder sie kann nicht loslassen an deiner neuen Liebe. Ja, sicher. Und möglicherweise, ja, sicher. Okay? Also möglicherweise und sicher ist das eine Ex. Entweder du oder dein Ex oder die Ex. Irgendjemand kann da hier noch nicht locker lassen. Und vielleicht hat das wirklich etwas mit Finanzthemen zu tun, mit Wertschätzung, mit sich selbst lieben und auch mit euer Vertrauen. Ne? Dann hast du Heilung, aber es wird in die Heilung gehen. Ja? Also das wird definitiv heilen. Ja, alleine fühlen. Vielleicht hattest du jetzt eine Trennung. Ja, da fühltest du dich traurig, einsam. Es könnte sein, dass eine Person sich nicht scheiden lassen möchte von dem, den du jetzt kennenlernen wirst, weil ich spüre, dass du Single bist. Du, der zuschaut, ist Single, aber den, den du kennenlernst, der möchte sich unbedingt scheiden lassen, aber das ist so eine giftige Schlange hier, der hat es nicht ganz so leicht neben der Dame da. Aber es kommt zur Trennung, ja. Der Schlüssel liegt hinter ihr, sie zieht aus, mein Schatz, ja. Also sie wird das Haus verlassen, ja, und das ist eure Chance und deshalb hast du Heilung. Und da sollst nicht traurig sein, dass du wieder so einen Typen Mann kennengelernt hast, denn er will tatsächlich nichts mehr von ihr. Das geht wirklich nur mehr um Formalitäten. Also sie kehrt dem schon den Rücken zu und zieht schon bald in eine neue Wohnung, ja. Also entweder ziehst du dann in dieses Haus oder die Dame, diese da, zieht vom Haus aus, ja, und dann bist du frei für diese neue Liebe, er ist frei für dich, ja. Das war jetzt deine wunderschöne Legung für den Mittwoch. Wenn sie dir gefallen hat, mein Schatz, dann würde ich mich vom ganzen, ganzen Herzen freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ein Teil unserer liebevollen und herzlichen Community wirst. So, das war jetzt Stapel Number one. Und jetzt kommen wir zu Stapel 2. Was hast du da hier? Du hast hier die gute Dame und viel Geld gewinnen. Okay. Vielleicht hast du jetzt eine Scheidung und aus dieser Scheidung bekommst du viel Geld, wenn du es in Anspruch nimmst. Es könnte sein, dass du eine Kartenlegerin, einen Kartenleger aufsuchst und er oder sie sagt dir die Lottozahlen durch und du gewinnst. Auch das kann sein. Es könnte aber auch sein, dass du das Geld jetzt von außen erhältst, was dich absolut in die Erfüllung bringt. Ja? Und das spüre ich bei dir. Also du wirst irgendwo hineinkatapultiert. Entweder kommst du zu einem Chef, zu einer Chefin oder du erbst von einer Oma oder von einem Opa. Also dir geht es finanziell nicht gut, aber da kommt eine Dame und da hast du dann das Geld. Das ist genau das Bonbon dazu. Ne? Wenig Geld, viel Geld. Ne? Dann schauen wir weiter. Ja, es könnte wirklich etwas mit deiner Oma, mit deinem Opa zu tun haben, weil das Bild ist jetzt, wenn man es anschaut, schon ein älteres Bild von der Kleidung her.
könnte tatsächlich deine Oma sein, wo du etwas jetzt erbst oder von deinem Opa. Wenn nicht, schauen wir dann noch gleich drauf. Ja, vielleicht erbt jetzt dein zukünftiger Mann, deine zukünftige Frau. Ja, es kann auch sein, dass der oder sie erbt. Aber er oder sie ist sehr loyal. Also dieser Herr oder diese Dame kann sehr, sehr gut mit Finanzen umgehen, kann sehr, sehr gut mit Geld umgehen. Und die zwei hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ja. Er hat seine Oma geliebt. Also da, ich sehe das als Oma. Definitiv. Also ich sehe die nicht als Mutter, ich sehe die wirklich als Oma. Ja? Und es könnte sein, dass seine Oma verstorben ist, ja. Und daraus gewinnt er Geld, ja, weil er halt der Lieblingsenkel war, sozusagen. Das könnte sein. Und wenn es um dich geht, dann kann es sein, dass du in der Öffentlichkeit bzw. in Arbeit eine höhere Anstellung bekommst und dazu mehr Geld kommst. Auch das kann sein. Also eine Beförderung. Ja, das kann schon sein, dass das so ist, was ich da gesagt habe. Denn das schützende Nest zeigt mir immer, bitte sag nichts und niemanden was davon. Ja? Das bringt oft nur Kopfweh, ja, wenn du es jemandem sagst und hier sollst du wirklich verschwiegen sein, niemandem etwas sagen, dass du hier wirklich offen bist und schaust, dass du ja jetzt dein Projekt nach vorne bringst, nicht wartest und dich zurücklehnst. Naja, da wird schon jemand kommen, ein reicher Herr, der dich dann von deinen Finanzen befreit. So läuft das nicht, mein Schatz. Du sollst dich schon selbst lieben, mehr vertrauen. Du sollst nur aufhören zu kämpfen. Du sollst Vertrauen haben, dass sich die Karten bald drehen werden, sozusagen, und dann schwimmst du in den Finanzen, in den Finanzfluss. Und das ist ein Wandel, ja, und das könnte jetzt noch im Herbst sein, entweder bei dir oder bei deinem Gegenüber. Worauf wartest du noch? Manchmal möchte das Glück eben herausgefordert werden. Das ist deine Chance, greife zu. Du musst dein Ändern leben. Das hatten wir schon mal, wo ich so viel lachen musste. Jetzt mittlerweile bin ich schon gewohnt, dass der Satz so steht, aber ja gut. So, dann Zuhause und Wunder. Ja, das sehe ich wieder als die Mutter. Vielleicht war auch die Oma mehr seine Mutter. Ja, vielleicht hatte er mit der Oma mehr Kontakt als er oder sie mit anderen. Entweder wenn du das bist, dann hast du mehr Kontakt zu deiner Großmutter als wie andere. Ja, also das kann auch sein. Und für sie, du warst für sie ein Wunder, ja. Und die Oma war zu dir wie ein Wunder in deinem Leben. Dann hast du das Zuhause. Ja, vielleicht schautest du auf die Oma. Ja, das kann sein, dass du auf die Oma geschaut hast. Oder dass die Oma auf dich geschaut hat, wie du noch klein warst. Ne? Und deshalb hast du auf sie geschaut. Und jetzt sozusagen hat sich das Ganze transformiert und sie möchte dir jetzt dieses Erbe vermachen. Ja, Sonne, ja. Das ist definitiv so, ja. Also da könnte ruhig sein, dass du da etwas erbst. Und um ehrlich zu sein, willst du das? Ja, um ehrlich zu sein, fühle ich hier eine Traurigkeit bei dir oder bei deinem Gegenüber? Ein lachendes und ein weinendes Gesicht. Und vielleicht möchte auch die Oma nicht, dass das du jemandem sagst, ne? Also auch das kann sein. Aber es wird rauskommen, also so oder so, ja. Aber da du sehr ein loyales Verhältnis zu ihr gehabt hast, werden die anderen jetzt nicht großartig jetzt vom Kuchen was abhaben wollen, natürlich. Aber das ist deine Entscheidung, wie du das, was du dann mit diesem Erbe machst, ne? Also so bekomme ich es da rein. Aber da war ein super tolles Verhältnis oder ist es noch immer und diese Dame hat sich nur entschieden, dir das Geld zu vermachen. Auch das kann sein, ja? Ja, wenn dir diese Legung gefallen hat, mein Schatz, dann würde ich mich von ganzem Herzen freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ein Teil unserer liebevollen und herzlichen Community wirst. So.
Das war jetzt Staffel Number 2. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht bei euch. Mit Number 3. Was hast du da, mein Schatz? Ich bin gespannt. Das Haus, das Geschenk und der reiche Herr. Ja, vielleicht passt wirklich Stapel 2 zu Stapel 3. Also vielleicht schaust du dir, bevor du jetzt weiterschaust, dir Stapel 2 an und dann Stapel 3. Ich weiß es nicht, aber es ist so mein Gefühl. Denn hier kommt schon der reiche Herr. Ich glaube, dass das der von Stapel 2 ist und jetzt das Haus oder das vererbt hat, von der Oma vererbt bekommen hat. Ne? Es könnte sein, dass du hier einen Mann kennenlernst, der jetzt vor kurzem etwas geerbt oder vererbt bekommen hat. Ja? Ein Haus, Geld, Finanzen, irgendetwas. Das ist wie ein Geschenk für ihn gekommen, weil er sich immer mehr selbst geliebt hat, weil er für andere da war und er hat aufgehört zu kämpfen, er hat vertraut und deshalb ist das auch gekommen. Das kann natürlich, das kannst natürlich auch du sein von dem, was ich jetzt gesagt habe, gell? Die Anziehungskraft, ja, also eure Anziehungskraft ist schon mal sehr, sehr stark. Also wenn ihr euch begegnet, ihr habt ähnliches Schicksal durchlebt, dann ist er ein selbstbewusster Herr oder eine selbstbewusste Dame oder du selbst bist es. Dann geht es um Entscheidungen. Ja, es könnte sein, dass du dich jetzt entscheidest, zu ihm zu ziehen oder er zieht zu dir. Natürlich, ja, sei du natürlich, ja, triff eine natürliche Entscheidung, eine sehr menschliche, eine sehr liebevolle, eine herzliche Entscheidung, aber sehr selbstbewusst, ne? Dann hast du hier radikale Akzeptanz, ja, vielleicht ist es von deinem Gegenüber gar nicht so bewusst gewesen, dass er oder sie jetzt erben wird. Und wollte das zunächst auch gar nicht, doch die Oma hatte nicht locker gelassen, sie wollte das so. Und das ist die Schönheit, du hast nämlich deine innere und äußere Schönheit gelebt. Und vielleicht ist er auf der Suche nach dieser Oma auch. Ne? Es könnte sein, dass die Oma gewisse Anteile in sich trägt oder in sich getragen hat, was er jetzt im Außen auch sucht bzw. findet. Und das ist die innere und äußere Schönheit, ja. Ich glaube nicht, dass es so auf schön fixiert ist, aber die Oma hatte was, ja, was ihn fasziniert hat. Und du hast vielleicht so etwas und er bringt das aber in die Heilung, dass es nicht immer so ist, dass jeder Mensch individuell und einzigartig ist. Ne? Manche Themen spiegeln sich oder manche Situationen können sich spiegeln mit Menschen, aber im Großen und Ganzen weiß er das und er wird es zur Heilung bringen. Vielleicht musste er immer sehr plötzlich und sehr schnell stark werden. Vielleicht hat er eine Firma übernommen erst vor kurzem oder er ist Chef vor kurzem geworden, hat eine große Verantwortung, große Firma. Vielleicht hat ihm auch das Geld ein bisschen belastet in der Corona-Zeit. Und da ist natürlich dieses Geschenk wundervoll und er wird es auch annehmen und zwar voller Ehre, voller Liebe, voller Respekt, denn er hat ein wundervolles Verhältnis zu dieser Oma. Ja. Dann bekomme ich herein, wenn es nichts mit Erbe zu tun hat, dann hat es etwas vielleicht mit dir zu tun. Du hast an dir so stark gearbeitet, dass du jetzt ganz viel finanztechnisch in Reichtum bist, in Fülle bist, in diesen Finanzfluss bist. Und das ist ein absolutes Geschenk. Du ziehst quasi das Geld magisch an, du ziehst den Erfolg an, du ziehst Menschen an, mit deiner liebenvollen, herzlichen Art, mit deiner kraftvollen Art. Und vielleicht bist du auch sehr kraftvoll, kannst Entscheidungen treffen, nimmst die Herausforderungen absolut an, ja. So verspüre ich dich, mein Schatz. Ja, wenn du mehr wissen möchtest, kannst du dich sehr gerne bei mir melden und wir schauen dann gemeinsam bei dir hin. In dem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute und wenn du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich von ganzem Herzen freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ein Teil unserer liebevollen und herzlichen Community wirst. In dem Sinne, tschüss!